Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Cloud-Developer, mein Name ist Karl Strecker von der Firma SSC Services. Ich bin einer der Gründer und Geschäftsführer unserer Firma. Wir beschäftigen ca. 90 Mitarbeiter hier am Standort in Süddeutschland und unser Schwerpunkt liegt bei der Beratung, Entwicklung und dem Betrieb industrieller Software. Vor ca. einem Jahr kam ein Kunde auf uns zu mit dem Wunsch, bestimmte Automobilzertifikate auf einer neutralen Plattform zur Verfügung zu stellen, sodass Zulieferer und Automobilhersteller gleichermaßen die Dokumente einsehen und bearbeiten können, wenn es notwendig ist. Im Rahmen dieses Projektes wurden wir mit der Firma Fabasoft und insbesondere mit der Fabasoft Cloud bekannt. Ein Besuch in Linz machte zweierlei klar. Erstens ist die Fabasoft Cloud mit ihren immensen Bordmitteln genau das richtige Werkzeug für die Dokumentenverwaltung. Und zweitens ist die Firma Fabasoft mit ihrem riesigen Know-how an Dokumentenverwaltung, ihren agilen und kompetenten und freundlichen Mitarbeitern genau der richtige Partner für uns. Das Besondere an der Fabasoft Cloud für uns, und lassen Sie mich das ruhig mal so sagen, ist die sexy domainspezifische Programmiersprache, die die Cloud mit sich bringt und wegen der Sie ja wahrscheinlich heute alle an der Konferenz teilnehmen. Sie macht es möglich, sowohl dem Entwickler als auch interessierten Laien auf schnelle Weise Mini-Applikationen für seine eigenen Bedürfnisse zu schreiben und in der Cloud zu nutzen. Und sie macht vor allem einfach nur Spaß, diese Programmiersprache. In unserem Projekt letztes Jahr starteten wir dann so, dass wir einen 5-Tages-Workshop anberaumt haben, an dem ein Fahrzeughersteller, ein Zulieferer, ein App-Entwickler von Fabasoft und wir teilnahmen. Und wir haben innerhalb der 5 Tage die Anforderungen aufgenommen, umgesetzt und eine lauffähige App draus gemacht, die seitdem in 3 weiteren Sprints noch etwas verfeinert wurde und nun in der Cloud allen Beteiligten zur Verfügung steht. Die Entwicklungsseite für unser Projekt ist mittlerweile nahezu abgeschlossen. Der Rest ist eigentlich nur noch Gremienarbeit und Überzeugungsarbeit einzelner Kunden, die gesamte Zuliefererschaft für diese Zertifikate und auch möglichst viele Automobilhersteller mit ins Boot zu holen. Ich wünsche Ihnen für Ihre Projekte mit der Fabasoft Cloud genauso viel Erfolg und Spaß wie uns und wünsche Ihnen eine interessante und aufschlussreiche Konferenz in Linz. Herzliche Grüße aus Stuttgart.